Die schlafen alle, ja. Hey Jungs, ich bin mal weg. Die kloppen die ganze Einrichtung kaputt. Tine Wittler hat hier dekoriert. Weg mit dem Scheiß. Packen die sich jetzt wieder hin? Wie geil das gelaufen ist. Warum kann ich hier überhaupt lang? Was finde ich denn hier? Wofür das denn? Okay, das ist einfach nur so ein Aussichtspunkt. Also bisher verläuft die Operation ja wirklich viel besser als erwartet. Von daher, das sind jetzt Loredos Privatgemächer. Wir werden ihn hier treffen. Wes? Wo ist Loredo? Wo ist er? It's a trap. Look out. Nein! Tja. Wow! Yeah, you're tougher. You'll die just the same. Stirb, Loredo! Oh ja, das werde ich. Und jetzt erkennt man gut an unserer Rolle, wie viel Entfernung wir mit ihr überwinden können. Ja, ich töte ihn doch schon, siehst du doch. Na! Kastration erfolgreich. Schlüssel zur königlichen Post. Na endlich. Aufwertung der Rüstung. Das ist immer gut. Oh, Nietenleder, Shiadal-Rüstung. Taugt die was? Ich will sie mir einfach mal angucken. Brauchen wir nicht. Ja, Wes, zappel mal noch ein bisschen. Ich wollte eigentlich die königliche Post, mein Fräulein. Aber wovon redest du? Wer braucht Hilfe? Wes befreien. Thanks, Geralt. I heard something behind that door. Du bist ganz schön tätowiert. Hast du eine Tätowierung, die man nicht sehen kann? Wer ist das? Wer ist das? Da liegt jemand. Wer ist das? Nein, das ist jetzt nicht wahr. Morrel. Ihr erinnert euch vielleicht nicht mehr, das ist schon ziemlich lange her, aber der Elfenfreund von Cedric aus Bindegarn hatte eine Freundin, Morrel, die eines Tages einfach verschwunden ist. Und man erzählte sich, dass der Wald sie einfach geholt hat, aber Loredo hat sie gekidnappt. Hätte sie die ganze Zeit... Ich will gar nicht wissen, was er mit ihr gemacht hat, das besprechen wir jetzt hier nicht, aber das ist... derart menschenverachtend. Don't leave me here. Please. You don't look like a whore, Elf. My name is Morrel. What month is it? This is no time to chat. Can you walk? I'll not stay here any longer. Even if I must crawl out. She won't make it through the garden, Geralt. We must leave by the front. Lead the way. We'll be right behind you. So, what month is it? Lammas. Autumn's begun. When they kidnapped me, it was snowing. Oh, God. And the child's father is... This child has only a mother. Oh, yeah. When I realized I was pregnant. I wanted to kill myself. Don't say that. I am N. Shay.
Ich kapiere Loredo gerade absolut nicht. Ich meine, er hasst doch die... I can't make it. I think I... Damn. Her water broke. Geralt, change of plans. But... Back to the tower. I need a clean bed, hot water and some time. We can't be disturbed. Go get help. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt wird's böse. Ich klopfe dich um. Okay, die können nichts. Rajaba! Massacre! Oh Gott. Wir sind ziemlich overpowered, oder? Ich verstehe nicht, wie Loredo dazu kommt. Brief von Bernard Loredo. Ja, das müssen wir lesen. Wie Loredo dazu kommt, mit einer Elfe ein Kind zu zeugen. Ich meine, er hasst dich so, Herr Tell, doch. Was hat er sich davon versprochen? Oh Gott. Hier toben die Kämpfe. Wir müssen Vernons Männer unterstützen. Ich sehe nichts. Yeah. Ich sehe wirklich überhaupt nichts, aber das ist egal. Okay. Hier vorne. Das sind Übungspuppen, die will ich nicht zerklumpen. Wächter töten. War's das? Hier vorne ist noch einer, aber ansonsten haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Loredos Herrschaft ist gebrochen. Geralt, I see we're in time. Where have you been, Roach? A little problem along the way. Was ist denn jetzt passiert? Oha. Nein, die beiden. Autsch. Yorveth und Vernon. Es war klar, dass es zwischen denen auch noch eskaliert, aber ich verkacke gerade. Ja, mich verkacke, egal. Das ist nicht wichtig. The Temerian Special Forces. Created by Foltes to combat the Scoia'tael after the first war with Nilfgaard. Veterans. Professionals. The best of the best. This is the end, Roach. See these emblems? Temerian lilies. That's all I lacked. I've defeated the commanders of all the special forces in the north. Now I shall unite the Scoia'tael. Finish what you started. I shan't kill you, Roach. We Enshe never kill the last specimens of dying breeds. Live on and remember who defeated you. Remember he can do so again. Va'fail, Vernon Roach. You're making a mistake, Yorveth. I will find you. Ich find's schade, dass die beiden sich so bekriegen. The Horsen ran away, but I'm sure he'll show up again. Bloody non-humans. Enough of Yorveth. What's with Loredo and where's Vess? Loredo's dead. I saved Vess, barely. What happened? Your plan was hardly the most. A boy, Geralt! A healthy boy! Whose child is that? Morrel's. Whose? We found an elf woman Loredo kidnapped almost a year ago. He was the father. I'd never touch a she-elf. Boom. Richtig so. Enough. We don't have time for that. The ship's waiting. Ist sie gestorben? Das ist schrecklich. Why did you do it? Why? Nein.
Unsere Tätowierung, sie verschwindet! Doch nicht. Don't touch me. I hate this town. Prepare the boat. We sail immediately. What about the kid? It's not coming with us. And who in this hellhole will take in a half-breed? Saharam. Take it to Saharam in Lobenden. So war sein Name. And make sure to tell him it's Morrel's child. Und so setzen wir Segel und verlassen diesen Pfuhl der Sünde. Zusammen mit Roach und den blauen Streifen. Aber ich denke, wir werden Yoav wiedersehen. Da sehen wir Saharam und das Kind von Morrel. Ja, wir setzen Segel nach Edirne. Wir müssen Triss folgen. The assassin had had his day. Very true. He'd kidnapped Triss Marigold. It seemed like Foltest's life had not been enough. It seemed like the killer also wanted the monarch's former advisor. There was no time to think. It was time to act. Grabbing Geralt, I embarked on a voyage upriver, deeper into the Pontar Valley. There, in a region known as Lormark, King Henselt of Kedwin had made camp with his army. King is the key word here, denoting the central figure in my plan to capture the Kingslayer. The special forces of King made the soil light lightly upon him. Foltest had lost some of their customary enthusiasm, treating us to not one single joke of the how many ways can you skin an elf variety. Which only goes to support my theory that the human mind is capable of producing a finite amount of horror before some manner of reflection springs itself upon it. Kapitel 2. Endlich, nach so langer Zeit. Henselt. König Henselt. Sheila. Und Deadmold, sein Zauberer. Und Berater. It must have been a massacre! Bones everywhere! How in the world did Glevesig harness so much of the power? Do you always get so excited at the sight of skulls, Deathmold? Scoff all you want. I speak of magic! The kind of spells that win wars. Thousands incinerated in seconds! Power, destruction, annihilation! Der ist wahnsinnig. Yes. After which Sabrina Glevesig was burned at the stake, and the Pontar Valley remains within Edirne's borders. Edirne is a carcass. Still showing life signs, but the realm's days are numbered. No peasant revolt can change that. You're wrong, Deathmold. This country lives. I can feel it. Like an old wounded bear covered in scars, hounds all round it, but still strong. Still deadly. This will be a good war. But sire, the Edirnian barons won't dare stand against you. You shall see that shortly. I've prepared everything. Okay, also der König wirkt auf mich noch relativ vernünftig, im Gegensatz zu Deadmold, der wirklich einen Schraube lockert, und Sheila, die uns ihren entzückenden Rücken zuwendet. Ja, wir fangen Kapitel 2 tatsächlich mit Henselt an. Damit wir mitbekommen, was bei den Verhandlungen mit dem edirnischen Adel so vor sich geht und wie dieser Krieg sich langsam entwickelt zwischen Kedwin und Edirne, was auch ziemlich heftig ist. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss und im nächsten Video werden wir dann Akt 2 mit Roach und Geralt zusammen bestreiten. Also, bis dahin.